Ein Ort am Wort mit Werner Fetz auf Radio Niederösterreich. Und wir melden uns heute aus Mank im Bezirk Melk im Ostviertel zum Thema Schweinezucht, Qual oder Qualität. Vor allem die sogenannten Vollspaltenböden dominieren derzeit die Diskussion. Da gilt ja bereits ein Verbot von Vollspalten in bisheriger Form bei Stallneubauten. Für bestehende Bauten wurde eine Übergangsfrist bis 2040 definiert. Das hat aber das Höchstgericht gekippt und an einer Neuregelung wird gearbeitet und eben derzeit intensiv diskutiert. Warum sind diese Böden umstritten? Welche Rolle haben Handel und Konsumenten und Konsumentinnen? Alle Meinungen sind heute wieder an einem Tisch im Gasthaus Riedelschöner hier in Mank. Der Saal ist voll und ich mache mich auf den Weg traditionell und möchte gleich einmal fragen. Darf ich Sie vielleicht gleich fragen zum Thema Vollspalten? Frage Sie, was sagen Sie dazu? Gibt es eine Meinung Ihrerseits? Vollspalten, ja, nein? Was gibt es zu kritisieren? Was ist gut daran? Ja, meine Meinung ist, Vollspaltenböden sind Tierqual, weil kein Lebewesen hat es eigentlich verdient, in einem Betonbunker zu leben, sein ganzes kurzes Leben lang. Vielen Dank, frage ich gleich weiter. Darf ich Sie vielleicht gleich fragen, was sagen Sie zum Thema Vollspaltenböden? Ja, ich bin praktizierender Landwirt und Ferkelproduzent. Über das Thema Tierwohl und Spaltenboden gehen die Meinungen natürlich weit auseinander. Das ist ein System, das was sich über Jahre, über Jahrzehnte bewährt hat, was auch das Thema Wirtschaftlichkeit anbelangt. Und ich glaube, gerade wir Landwirte sind die, die tagtäglich mit den Tieren arbeiten und wirklich um das Wohl der Tiere bestens bestrebt sind immer. Wir sind immer bereit, Neuerungen und neue Wege zu gehen, aber die muss man immer in den Konsens sehen. Okay, vielen Dank. Darf ich Sie vielleicht fragen, wie sehen Sie die Thematik? Genau, Georg Prinz. Also genau, ich bin ursprünglich aus einem landwirtschaftlichen Betrieb im Waldviertel. Wenn ich das Wort Tierproduktion schon höre, wird mir eigentlich schlecht. Also für mich ist ein Schwein ein Lebewesen. Für mich kann man ein Schwein nicht produzieren. Und man sollte einfach schauen, was braucht ein Schwein, was ist ein Schwein für ein Tier. Und eigentlich der Vollspaltenboden widerspricht allem, was ein Schwein braucht. Deshalb sollte man möglichst schnell weg davon. Natürlich mit Einbindung der Bauern, Einbindung des Handels, aber möglichst schnell weg davon, zu den Tieren zuliebe. Vielen herzlichen Dank. Herr Präsident Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Ich glaube, österreichweit sind 70% der Schweine, die auf Vollspaltenböden gehalten werden, in Niederösterreich etwas mehr als 2/3, wenn ich die Zahlen richtig habe. Sie hören die ersten Meinungen. Warum hat man diese Vollspaltenböden? Ist es eine wirtschaftliche Entscheidung? Ist es eine historische Entscheidung? Warum gibt es sowas? Ich glaube, es ist ein entwickeltes System einfach zur Tierhaltung im Schweinebereich und es hat sich relativ gut bewährt. Und es ist nicht nur die wirtschaftliche Frage, sondern auch die Frage der Tiergesundheit in mehreren Hinblicken und vor allem auch auf die Frage bakterielle Gesundheit, die Gesundheit in der Fütterung und dergleichen. Weil Tierwohl ist einfach ein breiteres Gebiet als nur eine Haltungsform. Und ich glaube, wir haben hier in Österreich auch die Möglichkeit, in kleinen Gruppen entsprechend zu halten. Wir haben ja darum ist ja auch leider Gottes, sage ich mal, Verein gegen Tierfabriken der falsche Titel für eine österreichische Tierschutzgruppe, weil wir haben in Österreich keine Tierfabriken. Das Problem ist nur, wenn wir die österreichische Produktion einschränken, dann treiben wir genau die Produktion zu den Tierfabriken hin. Und darum haben wir auch von Seiten der Agrarpolitik immer eine sehr strenge, eher konservative Richtung, dass wir sagen, wir wollen Bestand erhalten, um möglichst lange in Österreich produzieren zu können. Und daher sind wir hier auch so bestrebt, lange in diesen Systemen, die gut erprobt sind, auch arbeiten zu können. Sie haben den Verein gegen Tierfabriken angesprochen, deren Obmann Martin Balloch ist auch bei uns. Schönen guten Abend. Sie haben seit vielen Jahren Kritik geübt und üben Sie nach wie vor an diesen Vollspaltenböden. Sie sehen das wahrscheinlich anders, wenn ich das so sage. Ja, natürlich. Wir nennen das eine Tierfabrik, weil es eine industrialisierte Form der Tierhaltung ist. Es ist vollautomatisiert, die Fütterung, die Belüftung. Diese Tiere kommen nie ins Freie. Es geht nie wer rein und putzt je diesen Boden aus. Diese Tiere sind einfach einem System überlassen und nicht, dass sie in irgendeiner Form gepflegt werden. Das Problem ist, dass diese Tiere krank werden und das wissen wir, weil es eine Fleischkörperuntersuchung gab in Graz. 3.777 Fleischkörperuntersuchungsscheine sind dort von den Schlachthöfen angesehen worden und im Mittel hat jedes Schwein mehr als eine Erkrankung gehabt. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass auf diesem Boden die Schweine alle 92% entzündete Gelenke bekommen. Ich selbst war in einem Schlachthof bei Linz 2 Tage lang
und habe dort sofort sehen können, ob ein Tier aus einem Vollspaltenbetrieb oder aus einem Freilandbetrieb kommt. Freilandbetrieb rennt das Schwein ganz frei wie ein Huhn, voll beweglich. Aus dem Vollspaltenbetrieb geht es wie mit Krücken, weil es seine Gelenke nicht mehr abbiegen kann. Vollspaltenboden, vielleicht zur Erklärung, sind Betonböden mit Spalten, wie der Name sagt, auf denen die Tiere gehalten werden. Wir haben einen Experten bei uns, der kommt, wenn etwas nicht in Ordnung scheint, nämlich den Amtstierarzt der BH Baden, Christoph Hofer-Kastler. Herr Doktor, kann man das festmachen? Wann ist Haltung auf Vollspaltenboden in Ordnung? Wann ist sie nicht in Ordnung? Wann würden Sie als Amtstierarzt eine Betriebsschließung, wenn ich das jetzt juristisch richtig bezeichne, verhängen? Oder gibt es auch Vollspaltenbodenhaltung, die in Ordnung ist? Vielen Dank für das Wort, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hofer-Kastler, Amtstierarzt. Es ist so, dass wir wertbefreit handeln können, weil wir die gesetzlichen Grundlagen haben. Das heißt, es steht im Tierschutzgesetz drinnen, dass Spaltenböden erlaubt sind. Es ist nicht so, da muss ich dem Herrn Ball auch etwas widersprechen, dass es sich um vollautomatisierte Betriebe handelt oder um vollautomatisierte Stallungen handelt, denn entscheidend ist unserer Erfahrung nach, dass nicht nur der Boden, die Belüftung, die Fütterung, sondern auch das Management von diesem Betrieb von ganz großer Bedeutung ist. Und man erkennt sehr rasch, ob ein Landwirt oder eine Landwirtin den Betrieb so führt, wie er es nach dem Tierschutzgesetz zu führen hätte. Da kommt auch das Thema Beschäftigungsmaterial dazu, was für uns von ganz großer Bedeutung ist, weil es doch so ist, dass die Schweine etwas benötigen, um ihr Kauinstinkt zu beruhigen. Und das, wenn wir das kontrollieren, sehen wir relativ rasch, ob eine Haltung passt oder nicht. Dankeschön. Vielen Dank. Sebastian Born-Menner, der Initiator des Tierschutzvolksbegehrens, ist auch bei uns. Wir haben so die ersten Positionen gehört. Wie sehen Sie die Diskussion um die Vollspaltenböden? Ja, vielen Dank. Also ich bin ja der Vertreter von 416.000 Menschen, die das Tierschutzvolksbegehren unterschrieben haben, 2021, eines der erfolgreichsten Volksbegehren aller Zeiten. Und da war eine zentrale Forderung die Abschaffung des Vollspaltenbodens. Inzwischen hat die Bundesregierung das auch beschlossen. Also wir haben das Vollspaltenbodenverbot. Es ist nur inzwischen wieder aufgehoben worden. Aber der Konsens, der politische, dass Vollspaltenböden in Österreich in der bestehenden Form nicht weitergeführt werden sollen, der ist gegeben. Punkt 1. Ich glaube, und das ist auch etwas, was wir im Laufe des Tierschutzvolksbegehrens gelernt haben im Dialog mit ganz vielen Menschen. Tierschutz geht nicht gegen die Bauern, ist einfach nicht möglich. Landwirtschaft wird aber auch ohne Tierwohl langfristig nicht machbar sein. Das bedeutet, wir haben hier in Wirklichkeit die gleichen Interessen. Die Frage ist jetzt nur, und das ist genau das, was in der Regierung gerade auch verhandelt wird, wie schafft man die Transformation in der Landwirtschaft? Wie schafft man das meiner Meinung nach und auch das dem Gesetzgeber entsprechende Verbot der Vollspaltenböden so umzusetzen, dass wir nicht die heimische Landwirtschaft umbringen und damit die Importe von Fleisch anheizen, die unter noch viel furchtbareren Bedingungen produziert wurden zum Teil, als wir es in Österreich momentan haben. Weil das ist nur eine Verlagerung der Problematik. Und das ist etwas, von dem ich glaube, dass wir es systemisch lösen müssen. Da brauchen wir auf jeden Fall auch den Handel dabei, da brauchen wir die Landwirte und natürlich brauchen wir die Konsumentinnen und Konsumenten. Wir werden hier vielleicht noch mögliche Auswegsszenarien heute beleuchten können. Werner Habermann, ich möchte Sie kurz in die Diskussion holen. Geschäftsführer vom Gut Streitdorf, das ist eine Erzeugergemeinschaft, die, glaube ich, von 1000 Schweinebäuerinnen und Bauern die Tiere vermarktet. Nicht nur auf Vollspaltenböden, auch in anderen. Wie beobachten Sie als Vermarkter, wenn man das so brutal sagen darf, diese Diskussion? Warum, glauben Sie, gibt es Bauern, die auf diese Vollspaltenböden pochen, auch dabei bleiben wollen? Warum gibt es die Forderung nach Alternativen? Auch einen schönen Abend von meiner Seite. Wir sind ja hier tagtäglich mit den Anforderungen des Marktes konfrontiert. Und es ist unsere Aufgabe, hier die unterschiedlichen Märkte zu bedienen. Es gibt einen Markt heute für ein Vollspaltensystem, für Tierwohl, für Bio. Und wir haben in der Vergangenheit, und ich glaube, wenn wir hier etwas weiterentwickeln wollen, brauchen wir es entlang der gesamten Wertschöpfungskette, vom Bauern hin bis zum Konsumenten. Und wir können diese Diskussion nicht isoliert sehen. Wir haben auch einen europäischen Markt, der hier immer wieder auf uns einströmt. Wir sind in Österreich ja nicht auf einer Insel der Seligen, wo wir nicht auch Importe bekommen. Wenn wir uns die Entwicklung anschauen, wir haben hier einen sehr ambitionierten Plan als Erzeugergemeinschaft in Österreich aufgestellt, wo wir bis 2030 eine Million Tierwohlschweine vermarkten wollen. Derzeit sind wir bei 5,6% in diesem Haltungssystem. Wir sehen auch, wenn wir heute im Lebensmittelhandel die Diskussionen führen oder auch im Großhandel,
dass wir in den Preiseinstiegssegmenten die Zuwächse haben und im Tierwohl und im Bio und dazwischen eigentlich uns sehr schwer tun, auch die Tiere und das Fleisch dementsprechend zu vermarkten. Vielen Dank. Herr Balluch, dieser Verweis auf die Importe, auf Haltungsbedingungen, die es woanders gibt, wie sehen Sie diesen Verweis, dass man sagt, aber andere Staaten erzeugen es billiger und daher brauchen wir auch billige Produktionsmöglichkeiten. Besteht da die Gefahr einer Nivellierung nach unten oder muss man das in die Diskussion mit einbeziehen aus Ihrer Sicht? Ja, Faktum ist, dass wir in Österreich am absoluten EU-Minimum produzieren. Es geht nicht schlechter, weil dann würde man die EU-Richtlinie von 2008 brechen. Wir haben einen wahnsinnig winzigen Platz für ein Schwein, 55 cm mal 1 Meter, mehr braucht es nicht. Dann Beschäftigungsmaterial schreibt auch die EU vor, es gibt überhaupt nichts, was bei uns im Tierschutzgesetz oder in der Verordnung die Schweine schützen soll, das weitergeht als die EU-Richtlinie. Und insofern ist aus vom Tierschutzstandpunkt her es oft besser, wenn die Schweine von woanders kommen. Aber wir sollten es hier verbessern, wie wir das gemacht haben, wie mit den Eiern. Beim Legebatterieverbot haben wir uns sehr dafür eingesetzt, dass keine Käfigeier aus dem Ausland kommen, und das war eine Erfolgsgeschichte, weil es waren anfänglich fast 30% Import-Käfigeier und heute sind es nur noch 13%. Das heißt, es ist gelungen, die wesentlich bessere Haltung bei den Hühnern auch im Markt zu etablieren, und das könnten wir bei den Schweinen auch, wenn man sich traut. Da hat es Kritik gegeben. Gibt es da Wortmeldungen dazu, weil da doch einige Unruhe war? Ja, bitte, wenn Sie kurz aufsteht, die Kollegin ist mit dem Mikrofon bei Ihnen. Bitte sehr. Ja, grüß Gott, mein Name ist Eher Brust, ich bin selbst Schweineproduzent. Und ich habe die Angst, dass das passiert, was uns bei den Eiern passiert, weil dass nur 13% Käfigeier in Österreich verkauft werden, das können Sie in Weihnachtsmarkt erzählen, aber sonst gar nicht. Es ist in Österreich das Käfigei verboten worden, aber der Import ist erlaubt. Es ist bei der Pute, wir haben bei der Pute das strengste Gesetz auf der ganzen Welt, haben Eigenproduktion von 30%, 40%. Kommen 60% aus dem Ausland mit weit schlechteren Bedingungen. Und beim Schwein passiert dasselbe, wenn wir es haben. Dann wird das alles verlagert. In China gibt es 27-stöckige Schweinemastställe und Zuchtzaunställe. Und von denen kriegen wir dann das Fleisch. Wenn wir das wollen, wenn das der Konsument will, dann soll er es haben. Aber ich will es nicht. Es hat hier eine Wortmeldung vom Präsident Schmuckenschlager gegeben und dann hat sich der Herr zu Wort gemeldet. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, nämlich die Frage der Versorgungssicherheit in Österreich mit Lebensmitteln im Allgemeinen und vor allem im tierischen Bereich. Und das ist auch dort, wo man jetzt in Europa einen gewissen Zorn der Bauern spürt, den haben wir ja in Österreich da und dort auch. Und das ist irgendwo auch eine Enttäuschung darüber, dass wir für Versorgungssicherheit hier wirklich gerade stehen, Top-Leistungen Tag für Tag bringen. Das ist keine Work-Life-Balance, das ist 365 Tage im Jahr harte Arbeit. Und dann haben wir ein System entwickelt über Jahre mit den Verarbeitern, dass wir jetzt unten, wo wir jetzt dann unten den Fuß wegreißen, dann fehlen uns die Fleischer, die ganzen Aufarbeiter etc., dann ist die Produktion weg. Wir haben gar nicht die Chance, das entsprechend zu ersetzen. Und das ist die große Herausforderung. Das heißt, wir sehen es in anderen Bereichen, auch das Ei wurde angesprochen, im vollverarbeiteten Bereich, Flüssigei, da haben wir voll das Ausland herinnen, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Also das heißt, wir müssen schon schauen, wie wir uns entwickeln. Und daher dürfen wir nicht zuerst die Produktion beenden und dann drüber nachdenken, wie man vielleicht mit Sonderprogrammen da oder dort noch eine Darstellungslandwirtschaft erhält, sondern wir müssen die Produktion stärken und über die Produktion dann auch bessere Verhältnisse da und dort erwirken. Denn dann, wenn die betriebswirtschaftliche Leistung passt, dann geht das. Aber wir sind doch stolz darauf, dass wir in Österreich leistbare, gesunde Lebensmittel haben und die wirklich aus guten Bedingungen kommen. Da gibt es eine Wortmeldung dazu, ja? Ja, mein Name ist Dietmar Hipp, bin Obmann der Qualitätspute Österreich. Wir wurden mehrfach jetzt schon angesprochen. Ich glaube, ich kann zu der Diskussion etwas beitragen, dahingehend, dass wir in der Situation, wo jetzt die Schweinehaltung derzeit steht, vor etwas mehr als 10 Jahren gestanden haben in der Geflügelproduktion, wo es damals die Entscheidung gab, setzen wir das strengste Tierschutzgesetz in Österreich um oder bleiben wir auf dem Stand, wie in Europa produziert wird. Die Entscheidung wurde uns damals abgenommen. Der Lebensmitteleinzelhandel und die Gesellschaft hat entschieden, wir produzieren derzeit Putenfleisch auf höchstem europäischen Standard mit dem Hintergrund, dass wir wahrscheinlich bei den Edelteilen der Pute
wahrscheinlich nur mehr ein Schnitzel von drei aus Österreich auf den Tisch bekommen. Vielleicht sind es nur mehr von vier Schnitzeln eines, das wir in Österreich essen. Das heißt, wenn wir es wollen, dass die Produktion umgestellt wird, dann müssen wir aber auch gleichzeitig den Markt bearbeiten. Wir müssen dem Konsumenten die Chance geben, dass er entscheiden kann. Und dort, wo die Öffentlichkeit bestellt, also dort, wo der Gesetzgeber bei den Kindergärten, Kliniken, Pflegeheimen und dergleichen für den Einkauf verantwortlich ist, dort muss es zum Standard werden, wenn wir ein strenges Tierschutzgesetz in Österreich wollen, dass das auch bezahlt wird. Und das passiert derzeit leider nicht, weil wenn wir das nicht schaffen, dass wir den Markt dahingehend regulieren, dass nur diese Standards in Österreich verkauft werden, die auch gesetzlich begründbar sind, dann werden wir es bei den Schweinen genauso erleben, wie sie derzeit bei den Buten erleben, dass wir die Eigenproduktion zwar über die letzten 10 Jahre etwas gesteigert haben, aber in Summe derzeit mehr Fleisch importieren. Und das möchte ich noch sagen zum Abschluss. Das Fleisch, das wir derzeit bei der Pute oder bei Geflügel generell importieren, ist wahrscheinlich der Überschuss. Und lassen Sie es mit dramatischen Worten sagen, der Abfall, der in Europa überbleibt, kommt derzeit nach Österreich. Und das ist eine Situation, die können wir so als Bauern nicht akzeptieren. Und davor warne ich auch bei den Schweinen. Wenn wir es nicht systematisch angehen, dann wird uns dort das Gleiche erleiden. Vielen Dank. Also die Aussage, dass hohe Produktionsstandards bei der Pute sind, aber das Produkt dann nicht gekauft wird. Herr Bornmehner, Sie wollten dazu was sagen. Dann haben wir eine Wortmeldung da hinten gleich. Ja, es passt perfekt dazu, weil wir beim Tierschutzvolksbegehren hatten wir nicht nur die zentrale Forderung des Verbotes Vollspaltenboden, sondern gleichrangig auch die verpflichtende Herkunftskennzeichnung, und zwar durchgängig, und auch die Umstellung der öffentlichen Beschaffung. Aus unserer Sicht kann das nur im Dreiklang passieren. Du kannst isoliert voneinander diese Sachen nicht machen. Wenn du also in Österreich die Standards anhebst, und wir bekennen uns dazu, und ich glaube, 416.000 Unterschriften sind ein sehr, sehr starkes Zeichen dafür, dass es höhere Standards geben soll. Ich habe auch bis jetzt ehrlich gesagt noch keinen einzigen Bauern getroffen, der mir gesagt hat, er hätte was dagegen, dass sein Schweinl mehr Platz hat. Es geht immer nur um die Frage, wer zahlt's? Weil der Handel zahlt's nachweislich nicht und die öffentliche Hand zahlt's auch nicht. Also wenn wir wollen, dass umgestellt wird in der Landwirtschaft, dann muss aber auch irgendjemand die Rechnung zahlen. Und da haben wir zwei zentrale Handlungsfelder, die immer noch nicht umgesetzt wurden. Und das eine ist die Frage der Transparenz. Wir haben in den Gasthäusern, also hier wahrscheinlich nicht, aber in den meisten Gasthäusern, wo du reingehst, erfährst du einfach nicht, was am Teller landet. Das ist etwas, was nach wie vor blockiert wird. Und du hast auch bei den verarbeiteten Produkten, Stichwort Käfigeier, im Supermarkt, der Großteil der Produkte, die Eier enthalten, dort hat Käfigeier aus Indien oder weiß Gott woher drinnen. Das heißt, solange wir nicht Transparenz üben, solange können wir auch den Konsumenten nicht die Schuld zuschieben, dass er Sachen kauft, von denen er mal weiß, dass er es nicht will. Das ist eine. Und das zweite ist öffentliche Beschaffung. Wir haben in Niederösterreich, ist ein paar Monate her, einen Fall gehabt in einem Landeskrankenhaus, da war Händel aus Taiwan. Wie kann das sein, dass der niederösterreichische Steuerzahler unwissentlich und unwillentlich ein tiefgekühltes Händel aus Taiwan einkaufen muss, das dann die Oma im Krankenhaus vorgesetzt bekommt. Das ist pervers. Und solange wir diese beiden Bausteine nicht umgesetzt haben, können wir die Standards nicht hochschrauben, weil sonst unweigerlich ein Verdrängungseffekt eintreten wird. Mhm. Bitte, ja, da gibt's. Mein Name ist Josef Pfeffer, ich bin Schweinehalter, Landwirt hier aus Mank. Herkunftskennzeichnung ist ein Schlagwort. Wir sitzen hier im Gasthaus Riedl-Schöner, einem Gasthaus, dem Regionalität und Herkunft sehr wichtig ist. Es wird hier gelebt. Und das ist aber nicht überall so. Das ist eine Ausnahme hier. Ich glaube, eine umfassende Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie ist absolut wichtig für den Fortbestand der österreichischen Landwirtschaft und auch der Schweinehaltung. Und auch für andere Betriebszweige. Die österreichische Landwirtschaft leistet neben der Versorgung mit kontrollierten regionalen Lebensmitteln noch viele weitere wichtige Dinge für die Gesellschaft. Wie den Erhalt der Kulturlandschaft, Förderung der Biodiversität, Erosionsschutz, Grundwasserneubildung und den kleinen Wasserkreislauf, der sehr wichtig ist als Schutz vor dem Klimawandel. All diese Leistungen können aber nicht ins Ausland übertragbar sein. Sie müssen hier erbracht werden. Diese Leistungsabgeltung passiert aber über das Produkt und größtenteils über das Produkt. Deshalb glaube ich, dass die Kennzeichnung absolut notwendig ist. Denn nur so hat der Konsument die Möglichkeit,
sich bewusst zu entscheiden. Mhm. Vielen Dank, also eine weitere Stimme. Wir haben hier vorne gleich eine Dame, die sich zu Wort gemeldet hat. Und dann hier ganz vorne gibt es eine weitere Wortmeldung. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Bitte so. Ja. Gut. Ich bin Verhaltens- und Kognitionsbiologin. Wir haben ja auch einen Tierarzt da. Wir haben jetzt sehr viel über das Ausland gesprochen, sehr viel über Produktion. Und ich stelle mir als Biologin da die Frage, wie sehr sieht man das jetzt, dieses Lebewesen noch als Tier oder eben als Produkt? Als kurzes Beispiel, ein Schwein oder ein Hund, die Intelligenz, die rationale Intelligenz ist ganz ähnlich. Ein Schwein unterscheidet sich nicht viel von einem Hund, was ihre natürlichen Bedürfnisse angeht. Ein Hund hat einen Freiheitsdrang, ein Schwein hat einen Freiheitsdrang. Die Menschen wären entsetzt in Österreich, wenn wir Hunde so halten würden, wie wir jetzt Schweine halten. Was rechtfertigt diese Diskrepanz zwischen dem, wie wir Hunde halten und Schweine halten? Ein Hund, sehr gut geschätzt, sehr gut geschützt im Tierschutzgesetz, ein Schwein halten wir von einem reinen Betonboden. Wir können das nicht aufs Ausland schieben, sondern es sind jetzt diese Individuen, es sind jetzt diese Tiere, die leiden. Und es kann mir der Kollege auch zustimmen, die Tiere leiden. Die Tiere haben nicht eine Möglichkeit, ihr artgemäßes Verhalten auszuführen. Sie werden krank, sie sind verletzt und sie leiden. Ein Hund würde genauso leiden, ein Schwein leidet genauso. Wie kann man das rechtfertigen? Vielen Dank. Hier ganz vorne gibt es eine Meldung dazu. Silke Dammerer, Bezirksbäuerin. Zu meiner Vorrednerin muss ich sagen, man muss schon den Unterschied kennen zwischen Haustieren, Nutztieren und Plüschtieren. Das wäre ganz wichtig. Weil jetzt schon ein paar Mal das Thema Tierwohl gekommen ist. Tierwohl kann man jetzt schon kaufen, in den unterschiedlichsten Qualitätsprogrammen, auch mit Bio. Wir erleben aber derzeit, dass das alles liegen bleibt, weil die Konsumentinnen und Konsumenten verstärkt auf den Preis schauen. Und es ist ganz schwierig, wenn die Menschen an Mercedes bestellen und nur an Polo zahlen wollen. Das geht sich unterm Strich einfach nicht aus. Und man muss sich bewusst sein, jeder Griff ins Regal ist ein Produktionsauftrag. Und alles, was ich in meinen Einkaufswagen einlege, entscheide ich, was, wie, wo produziert werden soll. Soll das in Österreich produziert werden? Soll das regional produziert werden? Hängen heimische Arbeitsplätze dran? Oder vergibe ich den Produktionsauftrag ins Ausland? Und nachdem ich selber auch Bäuerin bin, wir haben selber mit unserem Betrieb an einer Forschungsstudie der BOKU teilgenommen. Und da ist rausgekommen fürs Tierwohl. Wisst ihr, was das Wichtigste fürs Tierwohl ist? Wie der Tierhalter mit seinen Tieren umgeht. Das ist bei der Studie rausgekommen und das kann ich absolut unterstreichen. Wenn ich hier vielleicht kurz nachfragen darf, wenn man auf den Preis verweist, ist es dann nicht die Gefahr, gerade in Zeiten der Teuerung, dass das eine Nivellierung nach unten mit sich bringt, wenn man immer sagt, aber wir müssen aufgrund des Preises, aufgrund des Importdrucks das so machen? Ganz wichtig ist, dass man nicht schaut, dass man zu viele Fertigprodukte kauft, also selber kochen, da kann man ganz viel Geld sparen und weniger Fleisch essen, aber dafür qualitativ hochwertige Ware aus Österreich kaufen, das wird uns alle miteinander sehr viel helfen. Aber Sie haben gerade gesagt, das passiert nicht, ne? Na genau, Bio, also diese hochwertigen Fleischprodukte bleiben einfach liegen. So, und jetzt muss man sagen, wenn wir hochwertiges Fleisch produzieren wollen, mit vielen Auflagen, die wir dann unterliegen, dann muss es wen geben, der den Preis dafür bezahlt. Weil es kann nicht sein, dass diese hochwertigen Produkte, wo in der Produktion einfach viel mehr Geld dranhängt, dass das am Ende vom Tag einfach keiner zahlen will. Mhm. Vielen herzlichen Dank, da gibt es gleich zwei Plätze weiter. Eine Wortmeldung. Dann hier vorne noch. Ja, Johannes Zuser, Bezirksbauernkammer des Bezirkes Melke, selbst praktizierender Schweinemeister. Seid sehr schon viel über Standards geredet. Ich sehe es bei mir selber, ein Schweinemastbetrieb zu Hause produziert derzeit nach dem gesetzlichen Standard. Bemühe mich jeden Tag, 365, dreimal am Tag, meine Schweine, dass ich sie betreue und dass es ihnen gut geht. Das funktioniert ganz gut. Daraus ist der Rümer freiwillig verpflichtet dazu, Qualitätsprogramm zu unterziehen und dementsprechend auch mehr Tierwohl noch für die Schweinemast zu tun. Meine Sorge ist, und das haben wir ja in vielen Beispielen schon gehört heute, wenn wir uns in Österreich immer wieder so quasi versuchen, besser darzustellen als wie die europäischen Standards. Und der europäische Standard für den österreichischen Tierschutz liegt an vierter, fünfter Stelle, ist unser Standard in Österreich, der gesetzliche Standard, der freiwillige Standard, teilweise darüber hinaus. Ist es die Sorge, dass eben Produktion auswandert in Drittstaaten. Ja? Und dort wissen wir nimmer, der Konsument auch nimmer dann, was in Drittstaaten alles passiert. Und da müssen wir verdammt drauf passen. Ich glaube, der dringendste Wunsch danach ist auch von den Bauern, wir gehen gern mit bei gewissen Produktionsveränderungen. Man muss auch die gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, es muss Klarheit herrschen. Einer, was produziert, produziert meistens nach Angebot und Nachfrage. Wenn Angebot und Nachfrage da ist, damit das Angebot auch geschaffen werden. Ne? Aber wir müssen aufpassen, dementsprechend, dass wir halt diesen Kontext nicht verlieren, wir immer strenger, es kommt was einer in unsere Regalen, da liegen 10 Produkte da nebeneinander
unser Standard, andere Standards und der Konsument entscheidet dann, wo der hingreift. Ja. Mhm. Und da ist auch ein bisschen die Verantwortung, ich sage es immer so, der einerseits der Bürger, der was das Recht hat, einzufordern, wie er tun will, aber der Bürger muss auch dann entscheiden, wann er zum Konsument wird und spätestens dann, wann er ins Regal greift, wieder zum Konsument, muss auch darauf denken, dass österreichische Landwirtschaft und Bauern dementsprechend gute Qualität mhm. produzieren. Eine große Rolle kommt da dem Handel zu. Bei uns ist auch Karl Ungersbeck, der Geschäftsführer der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Herr Ungersbeck, was ist das Kaufmotiv bei den Leuten? Wir haben schon sehr oft gehört, dass die Bauern sagen, selbst wenn man nach höheren Standards erzeugt, die Leute kaufen das Billigere. Ist das auch aus Ihrer Wahrnehmung so? Und wäre es vielleicht denkbar, dass man sagt, in Österreich, in Niederösterreich gibt es nur mehr Dinge, die nach höchsten Standards produziert sind und vielleicht dann auch teurer sind? Ja, also den Konsumenten gibt es eben nicht. Es gibt eben verschiedene Gruppen von Konsumenten und dementsprechend ein unterschiedliches Kaufverhalten. Es ist ja schon einiges gesagt worden da. Ich würde grob drei Gruppen sehen. Ja, die eine Gruppe ist leider momentan wieder gestiegen und tendenziell noch immer die größte, die am Preiseinstieg ist, die nur auf den Preis schaut. Ja, die sind mit dem Thema Tierwohl, aber auch mit anderen solchen Themen schwer zu erreichen. Dann gibt es eine zweite Gruppe, denen, wenn man sie befragt, sagt, das Thema ist sehr wichtig. Im tatsächlichen Einkaufsverhalten stimmt es nicht immer 100%. Das ist sicher eine Gruppe, die man wahrscheinlich am ehesten erreichen kann, weil die gedanklich schon im Thema drin sind und vielleicht nicht immer das machen, was sie sagen. Ja? Und dann gibt es immer eine dritte Gruppe, derzeit die kleinere Gruppe leider noch, die, denen das Thema wichtig ist und die auch so entsprechend handeln. Bei der Gruppe, glaube ich, Sie haben eine Zahl genannt, die noch relativ klein ist, da brauchen wir nicht weiter diskutieren. Grundsätzlich muss das Ziel, glaube ich, sein, mehr Tierwohl. Es geht nur mit der Landwirtschaft gemeinsam, aber das ist, ich teile das voll, wir müssen den Konsumenten mitdenken und da ist noch viel Arbeit für uns alle zu tun, glaube ich. Mhm. Der Habermann hat sich zu Wort gemeldet. Ich habe mir schon sehr viel auf der Welt auch angeschaut an Schweinebetrieben und ich glaube, die Besonderheit, die wir hier in Österreich haben, dass wir hier noch bäuerliche Familienbetriebe haben, die in den Stall gehen und diese Produktion machen, die habe ich wenig auf der Welt gesehen. Und ich glaube, das sollten wir nicht riskieren, dass wir das in Zukunft nicht mehr haben. Und mein Kollege hat es vorher schon gesagt, also wir können den Konsumenten auch nicht zwingen. Er kann mit seiner Kaufentscheidung tagtäglich das kaufen, was er will. Und wir haben hier ein relativ großes Angebot ihm zur Verfügung gestellt. Und wenn es der Wunsch ist, dass es mehr Tierwohl gibt, dann wird er es am Ende auch kaufen müssen und auch bezahlen müssen. Weil um das geht es immer. Und dann werden wir wahrscheinlich in 10 Jahren die Million erreichen. Wenn das wirklich, wenn es der große Wunsch ist. Ja. Und diese bäuerlichen Familienbetriebe, diese Besonderheit, die wir hier haben in den Strukturen, ich glaube, die sollten wir nicht riskieren und die brauchen wir auch in Zukunft. Martin Ballüch hat sich zu Wort gemeldet. Ich möchte gleich eine Frage mitschicken. Es gibt hier das Bekenntnis, durchaus auch bessere Bedingungen zu machen, aber immer die Anmerkung, die Leute kaufen trotzdem das Billige. Warum ist es so oder wie kann man das vielleicht verändern? Ja, zuerst ganz kurz nur ein Wort zur Pute. Drei Fakten falsch dargestellt, die aber auch ein bisschen verschwiegen wurden. Erstens, es war in den letzten 20 Jahren keine gesetzliche Verbesserung bei den Puten. Also wenn da in 10 Jahren irgendwas passiert ist, dann kann das nicht an einer strengeren Gesetzeslage liegen. Zweitens, Sie haben es gesagt, in den letzten Jahren ist die Produktion angestiegen und nicht gesunken. Und drittens kommt es beim Selbstversorgungsgrad an, wie groß die Nachfrage ist. Und da ist natürlich es in Österreich nie mehr als 50% gewesen, rum plus minus. Und so ist es auch jetzt. Also es ist keine dramatische Szene. Das Beispiel mit der Butte hat sich nicht verändert dadurch. Ja, das ist immer schon um diese Prozentsatz herum geschwankt. Okay, kommen wir zu den Konsumenten, Konsumentinnen. Auch hier wird etwas verschwiegen von den Wortmeldungen, nämlich, dass es um eine Herkunftskennzeichnung geht, aus Tierschutzsicht nur dann relevant, wenn es wirklich eine bessere Haltung in Österreich ist. Aber das Wesentliche ist eine Haltungskennzeichnung. Wir wollen ein rotes Gesicht mit einer traurigen Miene auf jedem Vollspaltenboden Schweinefleisch, damit die Leute wissen, wenn sie das kaufen, kaufen sie eine katastrophale Tierhaltung und ein Tierleid. Und das Problem ist die verlogene
Fleischwerbung, weil da wird ständig suggeriert und es wird ja auch gesagt von den Funktionären und unsere Qualität Österreich, alles bestens und dabei ist die Haltung katastrophal und die Tiere leiden schlimmstens und daher brauchen wir ein Ende dieser verlogenen Werbung, sondern eine ehrliche Werbung. Darstellen, wie es ausschaut auf einem Vollspannbetrieb und darstellen, wie es ausschaut beim Herrn Hubmann, sehe ich dort sitzen mit den Schweinen im Stroh, der soll uns auch erzählen, wie schwierig das ist und was Schweine brauchen, weil dort sieht man nämlich, was sie brauchen, wie sie im Stroh wühlen. Kurze Nachfrage dazu, das heißt, Vollspaltenboden kann mit tiergerechter Haltung aus Ihrer Sicht nicht vereinbart werden? Unmöglich, vollkommen unmöglich. Schweine wollen wühlen und das können sie nicht. Herr dann die Dame da hinten. Wir haben jetzt einige Wortmeldungen, ja. Danke, ich wollte nur ad hoc reagieren, weil diese Mär wird immer wieder verbreitet, jeder Griff ins Regal ist ein Produktionsauftrag. Klingt logisch, ist aber leider nicht die Wahrheit. Warum ist es nicht die Wahrheit? Die Wahrheit ist deswegen nicht, weil zum Beispiel die Käfigeier von uns niemand bestellt hat. Niemand von uns hat diesen Produktionsauftrag erteilt, weil wir wissen nicht einmal, dass sie drinstecken. Die Wahrheit ist, wir können nur das rausnehmen, was im Regal vorher reingelegt wurde. Und was da reingelegt wird, entscheiden nicht wir Konsumenten. Es entscheiden drei marktbeherrschende Konzerne. Da gibt es nur eine Gruppe und die orientiert sich nach Profit, Profit, Profit. Denen sind die Konsumenten wurscht, denen sind aber auch die Landwirte wurscht. Und deswegen appellieren wir auch darauf, machen wir doch bitte Allianz zwischen Konsumenten und Bäuerinnen und hört's doch bitte endlich auf, ich spreche an die Bäuerinnen und Bauern, hört's doch bitte endlich auf, die Propaganda von den Handelskonzernen nachzubeten, wonach die Konsumenten nicht bereit wären, das zu zahlen. Entschuldige bitte, wenn die Produkte zum Teil dreimal so teuer sind und wir merken, dass jetzt in der Teuerungskrise die Einkaufspreise runtergehen, die Verkaufspreise aber raufgehen und die Marge sich nur der Handel einstreift, dann ist doch logisch, dass die Menschen keinen Bock haben, vor allem wenn sie weniger im Geldbörsel haben, die teureren Produkte zu kaufen. Das Problem jetzt zu individualisieren und zu sagen, wir müssen warten, bis 9 Millionen Menschen das Konsumverhalten umgestellt haben, statt dass wir endlich drei marktbeherrschende Konzerne an die Kette nehmen und unsere Macht als Bürgerinnen und Bürger nutzen. Weil es ist mir wirklich wichtig, wir sind keine wandelnden Geldbörsen. Meine Abstimmung findet nicht an der Kasse vom Billa oder vom Spar statt. Also ich finde, wir sollten uns als Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen. Und ich glaube, wir sollten den Landwirten zuhören, wenn sie uns davor warnen, was eine Anhebung der Tierschutzstandards bedeutet. Wir sollten aber auch als Souverän und als Samen einer Demokratie, das sind nicht die Handelskonzerne, auch wenn sie das glauben, nicht unsere Macht abgeben. Weil eines ist vollkommen klar. Du schaltest den Fernseher und siehst das sprechende Schweindl. Und dann legen sie dir die AIA-Pute aus Italien ins Regal rein. Und zwar nur noch die AIA-Pute. Sie nehmen dir inzwischen schon fast die Auswahlmöglichkeit. Das ist diese Macht, die Konzentration von Macht bei den Handelskonzernen. Und da haben wir in den letzten Jahren weggeschaut und jetzt erleben wir, und das wird Sie zahlen müssen, diese Rechnung, ja? Wir erleben, dass sie inzwischen über ihre Eigenmarken auch schon der größte Produzent im Land ist. Wo wird das enden, wenn wir uns jetzt endlich auf die Füße stellen und eine Allianz zwischen Konsument und Bäuerinnen macht? Mhm. Fragen wir gleich den Herrn Ungersbeck als Vertreter des Handels. Da hat es scharfe Kritik gegeben an den Handelskonzernen. Ja, der Handel ist natürlich immer die Projektionsfläche für solche Themen, weil die Produkte dort gekauft werden. Ich muss die Kritik aber zurückweisen. Ich bringe ein Beispiel. Es gibt einen großen Lebensmittelhändler in Österreich, der kauft mehr Tierwohlfleisch ein, als er in die Regale legt. Schlicht und einfach nicht deswegen, weil er sich selbst was Schlechtes tun will, sondern weil er es nicht verkaufen kann. Ja. Jede Handelsmarke, jede große, die Sie in Österreich finden, hat engagierte Programme im Tierwohl- und im Bio-Bereich. Da werden Initiativen gesetzt, da sind sehr engagierte Leute am Werk, Sie kennen einige Leute auch persönlich, die sich um das Thema bemühen und die immer wieder Beiträge leisten, das Thema dem Konsumenten näher zu bringen. Schauen Sie die Werbung an, schauen Sie Flugblätter an, wie oft solche Produkte platziert werden. Das geschieht im Handel, der Handel ist ein Treiber dieser Tierwohlentwicklung. Nur der Konsument entscheidet schon, weil wenn er einmal zu dem Produkt nicht hingreift, wird es natürlich im Sortiment Niederschlag finden. Ja? Was ich auch noch erwähnen möchte, ist, weil immer der Handel als Preistreiber und als großer Abkassierer angesprochen wird. Jetzt hat die Bundeswettbewerbsbehörde im Herbst das Thema gründlich untersucht. Und was die Preise betrifft, war es ein glatter Freispruch für den Handel. Man muss auch Fakten zur Kenntnis nehmen. Vielen Dank, Herr Schmuckenschlager. Kurz und dann die Dame hier am zweiten Tisch. Herzlichen Dank. Zunächst zu den Preisen, glaube ich, sollte man schon generell sagen, der Rohstoffeinsatz bei den Lebensmittelpreisen ist oft der kleinste Anteil. Es sind Arbeitskosten, es sind Energiekosten, es ist die Verarbeitung und daher
können wir da schon noch einiges aussteuern von unserer Seite, aber man muss sagen, wir sind absolut wettbewerbsfähig, wenn wir nicht Knüppel vor die Füße bekommen. Und daher sind wir mit dem Konsumenten im Boot. Wir können ein gutes Angebot für alle Einkommensklassen leisten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir immer nach vorne gehen. Das ist auch richtig. Aber wenn Sie das Tierschutzvolksbegehren ansprechen, dann hätten Sie es schon so weit ehrlich machen müssen, dass man nicht fragt, wollen Sie mehr oder weniger Tierschutz, sondern dann hätte jeder 200 am Tisch dazulegen müssen, bevor er unterschreibt. Und dann schaut die Wahrheit wahrscheinlich schon anders aus. Und daher glaube ich auch die Werbung, wir haben auch keine Freude mit entsprechenden Schwendel. Und ich glaube, die Bilder, die wir offiziell stärker zeigen nach außen, werden immer realistischer, dass diese Kluft der Erwartung des Konsumenten und der tatsächlichen Produktion kleiner wird und dass wir das auch erklären können, dass es eben nicht eine Brutalität ist, ein Schwein auf einen Spaltenboden zu halten, sondern dass das eine gute Form ist, dass den Viechern auch nicht schlecht geht dabei und dass man das gerne zeigt. Und wir haben viele Tage der offenen Stalltür, wir machen gerne auf. Was wir nicht akzeptieren können, ist, wenn man durch die geschlossene Türe kommt. Bitte, da gibt es die nächste Wortmeldung. Ja, Grüß Gott, Fallbacher, ich bin Biobäuerin vom Tullnerfeld. Ich möchte zwei Dinge richtigstellen. Das erste ist, Herr Dr. Balluch, die Fläche von 55 mal 100 ist falsch, es ist mehr, aber noch immer zu wenig, da gebe ich Ihnen recht. Und das zweite ist das Bild der Bauern, die sich da darstellt oder immer dargestellt wird. Da möchte ich mich da verwehren, es gibt sehr wohl Bauern, die eine andere Tierhaltung wollen, mit mehr Platz, Biohaltung zum Beispiel. Und in unserem Fall, wir kämpfen schon seit 4,5 Jahren, damit wir überhaupt eine Genehmigung bekommen. Es wird dann nach 5 Jahren noch keine Genehmigung dafür da sein. Und man kriegt keine Unterstützung von der Politik, keine Unterstützung von der Kammer, nichts. Man muss allein kämpfen. Es gibt ganz viele, die schon 10 Jahre bis zum Verwaltungsgerichtshof gegangen sind, um den Umbau ermöglichen zu können. Und da fordere ich jetzt den VGT wirklich einmal auf, nicht immer nur die Bauern anzuprangern, sondern bitte kämpft einmal für uns, damit wir das auch überhaupt durchführen können. Vielen Dank, Herr Balluch, Sie waren angesprochen, vielleicht gleich eine Replik darauf. Ja. Und dann gibt es die nächste Wortmeldung bei mir, Herr Fahne. Ja, erstens 55 mal 100 Zentimeter ist natürlich völlig richtig, wenn es für 85 Kilo Schweine geht, können Sie gern in der Verordnung nachschauen. Davon rede ich. Ein 85 Kilo Schwein, schwerer als der Durchschnitt hier, hat diesen Lebensraum. Setzen Sie sich drauf und dann lache ich. Fair zum Tier, fair zum Tier, das ist die Forderung, fair zum Tier. Nicht immer ich. Und Aktionsfleisch, 50% des Fleisches in den Supermärkten ist Aktionsfleisch. Es wird so billig angeboten, dass man mit den miesesten Produktionsbedingungen da nicht hinkäme. Da frage ich sich schon, wie kann der Handel sowas verteidigen? Man muss doch wenigstens einen Fleischpreis bieten, der es ermöglicht, dass man davon leben kann. Und ja, danke. Das war's. Danke. Bitte, da gibt es eine Wortmeldung. Ja, Franz Roscher, Obmann der Erzeugergemeinschaft Gutstreitorf, und ich darf in einigen Gremien bundesweit mit dabei sein, wenn es um Tierwohl und Tierschutz und Weiterentwicklung geht. Vielleicht noch Nutztierhaltung und Heimtierhaltung werden wir nicht vergleichen können. Nutztiere haben wir, weil man Fleisch konsumiert, und solange man oder uns gestattet ist, Fleisch zu essen und dieses Nahrungsmittel gilt, denke, dann wird es auch im Inland vernünftig sein zu produzieren. Das setze ich einmal voraus. Wir insgesamt in Österreich, also alle maßgeblichen Länder, die in der Schweinehaltung hier Bedeutung haben, haben auch gesetzt auf eine Weiterentwicklung. Ich denke, es wird 2050 eine Tierhaltung, eine Nutztierhaltung anders ausschauen. Ihr seht, das muss jedem Bauer klar sein. Diese Entwicklung dorthin zu machen, ist aber nicht ganz einfach. Wir haben 30, 40 Jahre gebraucht, um den Status quo zu erreichen mit allen begritterten Haltungssystemen, aber das Zurück geht nicht ganz so einfach, und ich glaube, da braucht man Zeit. Und wir haben auch diesen Vollspaltenboden, diesen wieder aufgehobenen Verlust hinken. Und wir haben gesagt, okay, wir wissen das, wir brauchen aber eine Lösung für die bestehenden Stallungen. Es wird nicht alles Neubau werden können. Ja, und ich denke, was nur wichtig ist, ist für den Konsumenten natürlich die Transparenz. Und da haben wir auch österreichweit alle Branchen gesagt, wir stehen dazu, wenn man auch Haltung gemeinsam mit Herkunft auspresst, dem Konsumenten zugänglich macht, und er sich wirklich selbst entscheiden. Und ich denke, ja, Tierwohl sollte theoretisch in allen Preisklassen Platz finden.
aber wir brauchen dazu den Handel, das wird die Produktion allein nicht schaffen. Und was mir dann oft stört, gesellschaftliche Veränderungen oder ja, meinungsbildende Organisationen drängen uns zu höheren Standards, eine Sichtweise, aber wenn man mit dem zu konkurrierenden Binnenmarkt in der EU ein Problem hat, dann würde ich meinen, dass man wann dann das in EU, also EU-weit lösen sollte, hier Richtlinien zu schaffen, dass man nicht sich gegenseitig umbringt am eigenen Markt, und das glaube ich ist wichtig. Wenn ich jetzt, wir haben drei Viertel der Zeit bereits diskutiert, den Versuch einer Zusammenfassung vor den nächsten Wortmeldungen wagen darf. Als neutraler Beobachter scheint, alle sind einig, dass es gute Bedingungen für die Tiere geben soll, dass es gute Preise für die Landwirtinnen und Landwirte geben soll. Dann frage ich, was braucht es, um auf diesen Weg zu kommen? Vielleicht, wenn ich für den letzten Abschnitt der Diskussion diese Frage nach einer möglichen Vision weitergeben darf, und bitte zur nächsten Wortmeldung auch kommen. Ja, danke schon. Ich wollte sagen, wir haben jetzt schon öfters das Wort Nutztiere gehört, und dazu will ich sagen, Nutztier ist ja ein Label, was vor allem von Menschen erfunden wurde, die ihr Geld damit verdienen, Tiere auszunutzen. Wenn man sich aber anschaut, was die breite Bevölkerung will, dann sind die meisten dagegen, dass Tiere ausgenutzt werden. Sie wollen halt nur den Geschmack nicht, also nicht auf den Geschmack von Fleisch verzichten. Aber wenn man sich anschaut, die Entwicklungen, gibt es ja immer mehr pflanzliche Alternativen, und auch zellkultiviertes Fleisch wird bald eine Alternative sein. Das heißt, es wird möglich sein, dass man nicht auf diesen Geschmack verzichten muss, und dann wird Tierausbeutung und Ausnutzung so und so obsolet werden. Und insofern würde ich hier gerne appellieren an die, also wir sind ja auch in einer nicht sehr repräsentativen Runde hier, weil die meisten hier auch ihr Geld verdienen mit Tierausbeutung. Und insofern wäre es halt besser, wenn man von diesen das sinkende Schiff bald verlässt und sich auf zukunftsfähige Alternativen fokussiert, wie zum Beispiel eben Lebensmittel aus pflanzlichen Proteinquellen oder auch Zellen oder aus Pilzen oder anderen zukunftsfähigen Rohstoffen, als wie fühlende Individuen auszubeuten, die nicht sterben wollen für unseren Geschmack. Mhm. Danke. Alles klar, vielen Dank. Der Herr Amtstierarzt hat sich zu Wort gemeldet. Herr Dr. Hofer-Kastler. Ja, schönen Dank. Ich möchte noch ganz kurz auf die Kollegin natürlich reagieren. Es ist mir, brennt mir unter den Fingernägeln. Wir können hier nicht diskutieren, ob Schweine gleichzustellen sind wie Hunde. Ich kann nur das Gesetz repräsentieren, und das Gesetz sieht einfach vor, wie die Tiere zu halten sind. Was mich natürlich immer ärgert ist, so wie Martin Balluch erzählt hat, dass es Schweine gibt, die schwer verletzt an Krücken mit schwersten Liegeschwielen auf Schlachthöfen aufgefunden ist. Und wir haben uns in Niederösterreich sehr viel überlegt dazu, und wir sind jetzt dazu übergegangen, bei unseren Kontrollen, die wir ja durchzuführen haben, nicht so sehr nur Routinekontrollen durchzuführen, sondern wirklich zu suchen, wo liegen die Mängel in den Betrieben. Und da gehen wir genau zu den Statistiken hin, was die Schlacht- und Fleischuntersuchung ergibt. Das heißt, es wird ja jedes Schwein von einem Tierarzt oder einer Tierärztin begutachtet, und wir gehen in die Daten von der Saria, von der Tierkörperbeseitigung hinein, und wir können sehr schön repräsentativ uns herausholen, welche Betriebe wirklich zu kontrollieren sind, um das Tierleid dort zu beenden. Dankeschön. Vielleicht eine kurze Nachfrage, Herr Doktor. Kann man sagen, sind die heimischen Betriebe gut kontrolliert? Gibt es da unangekündigte Kontrollen? Wie oft wird ein Betrieb kontrolliert? Gibt es da Zahlen dazu? Da gibt es natürlich Vorgaben vom Gesetz mit der 2%-Regel. Das brauchen wir nicht diskutieren. Das ist sehr gering. Aber wir fahren ja nicht nur hin, um den Tierschutz zu kontrollieren, sondern auch um die Lebensmittelsicherheit zu kontrollieren und die Tierseuchen zu kontrollieren. Und da wird die Tierhaltung immer mitkontrolliert, sodass wir uns wirklich ein sehr gutes Bild über die Tierhaltung verschaffen können. Und das Gute ist, wir sind einfach die neutrale Mitte. Das heißt, wir sind weder vom Tierschutz noch von den Landwirtschaftskammern, also von den Interessenvertretern, sondern wir haben die Mitte zu repräsentieren und das Tierschutzgesetz zu kontrollieren. Würden Sie da ein Urteil wagen? Gesamt gesehen, geht es den Tieren gut? Das ist eine gute Frage. Den Tieren geht es, wenn sie dem Gesetz entsprechend gehalten werden, so wie es das Gesetz vorsieht, gut. Und ich repräsentiere das Gesetz, also muss ich auch das sagen. Wir erkennen sehr viel am Tier, ob das Tier leidet oder nicht. Und das Tier zeigt es in der Lautäußerung, aber insbesondere an der Veränderung am Körper, ob das Tier leidet oder nicht. Mhm. Und an dem orientieren wir uns und können sagen, ob das Tier leidet oder nicht. Vielen Dank. Es gibt ganz am Ende des Saales eine Wortmeldung und dann noch eine zweite dazwischen, vielleicht die Dame hier vorne. Auf die vorletzte Wortmeldung von der Dame zurückzugreifen. Natürlich, Nutztiere sind menschengemacht, aber das ist ja
daher kommend, weil der Mensch nicht blöd ist. Es gibt in der Landwirtschaft Nebenprodukte wie Rapskuchen, Biertreiber etc., was kein Mensch verwerten kann und somit für die menschliche Ernährung nicht gut ist. Dazu haben wir da ein wenig die Nutztierhaltung, wo eben diese Produkte verwertet werden können, um das eben nicht schlussendlich am Müll landet, sondern im Zuge oder im Wert vom Fleisch für die menschliche Ernährung zur Verfügung steht. Vielen Dank. Thomas, vielleicht hier vorne die Dame mit dem schwarzen Shirt und dann der Herr Schmuckenschlager. Ich wollte eigentlich auch noch was sagen zu dieser Unterscheidung Nutztiere und Haustiere. Wie eigentlich die Kollegin drüben, die Biologin, ja erklärt hat, dass es ja egal ist, also Nutztiere und Haustiere, ich verstehe nicht ganz, was das jetzt eben mit der Empfindung zu tun hat, mit der Leidensempfindung, sie hat es eh gut erklärt. Und was mich noch interessieren würde, wäre von der Landwirtschaftsseite, hört man halt immer, ja, wir sind für Verbesserungen, aber systematisch oder das muss man halt auch bezahlen können. Aber ich denke, bei der Vollspaltenbodenkampagne, Entschuldigung, geht es ja um ein bisschen mehr Platz und um Stromeinstreu. Also was wäre denn Ihr Vorschlag? Was könnte dann der Konsument angeblich bezahlen und was nicht? Was möchtet ihr denn für Verbesserungen? Weil es heißt immer, ja, na, das geht nicht, das will ja keiner bezahlen. Vielen Dank. Wenn ich die Frage vielleicht gleich ausweiten darf, wie soll es generell weitergehen, wenn wir das vielleicht für die letzten 10 Minuten uns vornehmen könnten. Es gibt im Eingangsbereich ganz hinten noch eine Wortmeldung oder zwei sogar, bitte. Ja, mein Name ist Johannes Baumgartner, ich bin Obmann der Niederösterreichischen Bauernbundjugend und Sie haben bei der Abschlussrunde schon eingeleitet, was braucht es. Und ich kann nur für die Jugend sprechen und was da definitiv braucht, ist Planungssicherheit. Wir sind in einem Segment, also die jungen Landwirte und jungen Landwirtinnen, es werden Unternehmer oder stellen sie darauf ein, Unternehmer mehr denn je zu sein. Und ich glaube, es gibt keine andere Berufsgruppen, wo man so regulativ handelt und man hat sich schon, und da ist seitens der Landwirtschaft, glaube ich, schon sehr viel Kompromissbereitschaft gezeigt worden, wie man sich geeinigt hat auf ein Vollspaltenverbot. Das ist schon in ein Gesetz gegossen worden. Ob man nach einigen Jahren oder nach wenigen Monaten kommt auf einmal ein Verfassungsgerichtshof, hebt dieses Gesetz auf dem, was sie eigentlich Leute und die Bevölkerung, weil wir in einem Rechtsstaat drauf, also weil wir in einem Rechtsstaat leben, drauf verlassen, so in Kindern, hebt es auf und man steht wieder eigentlich vor einer unplanbaren Zukunft. Und wann wir in Zukunft, glaube ich, junge Landwirtinnen und junge Landwirte in der Bevölkerung haben wollen, dann brauchen wir Planungssicherheit, dass wir die Höfe nehmen können. Gleich daneben gibt es noch eine weitere Wortmeldung, abgesehen von der Forderung nach Planbarkeit. Bitte sehr. Gut, ja, ich möchte auch noch eins oder zwei Sachen sagen. Das erste ist diese Profitgier der Nutztierhalter. Das kann ich als Nutztierhalter so nicht im Raum stehen lassen. Also für mich ganz persönlich, wegen mir muss jetzt nicht unbedingt irgendwer Fleisch essen. Also wegen mir muss keine Person auf der Welt ein Stückchen Fleisch essen. Aber solange in Österreich Fleisch gegessen wird, und das wird es, bin ich dafür, dass man das regional produziert. Und bin ich dafür, dass man das so produziert, dass man es auch kontrollieren kann, die Haltungsformen. Und das wird, wenn sich die Produktion verlagert, nicht passieren. Und jetzt brauche ich auch noch ganz kurz, ich bin selbst Puttenmester und habe die schwierige Vermarktungslage in den letzten 2 Jahren für mich probiert zu analysieren. Und habe da einen Termin bei mir gehabt. Und wenn ich jetzt dieser Sendung zuhören täte als Konsument, wäre wahrscheinlich sehr verwirrt, also ist vor allem der Fachbegriff, wir sind sehr tief in der Materie drinnen. Vielleicht lassen Sie mir einen kurzen Vergleich bringen. Ich habe bei dem Termin versucht zu erklären, wir als der Ganze, als Nutztierhalter, sind Teil einer Kutsche. Also wir alle da drinnen sind Teil der Kutsche. Und zwar die Kutsche heißt die Tierproduktion in Österreich auf dem Weg Richtung mehr Tierwohl. Und da gibt es halt verschiedene Organisationen, die verschiedene Teilbereiche intus haben. Also es gibt den Staat, die haben die Straßen gebaut. Es gibt links und rechts einen Grenzstau, die haben die Gesetze bestimmt, so sind wir unterwegs. Dann gibt es diverse Trägerorganisationen, AMA, wer auch immer. Das sind die Wagenräder. Logischerweise haben wir die Konsumenten mit, das sind unsere Passagiere. Und ich ist einer, der Tierwohl am Betrieb der Tierwohl umgesetzt hat am Betrieb. Wir haben die strengste konventionelle Produktionsweise, die es gibt auf der Welt bei unserem Betrieb. Ich stehe da mit Feuereifer dahinter. Ich bin da voll vom ersten Tag weg mit eingestiegen und habe das betrieben. Und traue mich mit Fug und Recht behaupten, meiner Meinung nach, ich bin eins der Zugpferde.
Und so sicher die Landwirte, wir sind die Zugpferde, ohne uns fährt der Gorm nicht. Vielen Dank. Dann, wenn ich das Entschuldigung, ich muss noch, bin noch nicht ganz fertig. Jetzt zur Frage, wie schaffen wir das? Das Problem, das wir jetzt haben, ist, dass wir verschiedene Kutscher haben und die mit verschiedenen Geschwindigkeiten uns entweder Stoff geben, im Sinne von, wir brauchen strengere Gesetze, mehr Tierwohl, wäre kein Problem, können wir machen. Und dann gibt es aber auch Teilnehmer im Handel, die mit beiden Händen voll anziehen und sagen, nein, wir wollen da gar nicht weiterfahren, wir importieren lieber andere Ware. Und ich als Zugpferd weiß jetzt nicht mehr, wie ich mich verhalten soll. Mhm. Gib die Frage an den Präsidenten Schmuckenschlager weiter. Wir sind schon in der Schlussrunde, daher bitte um einen kurzen Ausblick, um das Bild aufzunehmen. Wohin soll die Kutsche fahren? Wer soll die Zügel in der Hand haben und wohin soll es gehen? Ja, wesentlich ist, dass wir nicht am Ende als Landwirtschaft die Esel sind, die vor der Kutsche gespannt sind. Ich glaube aber, wir werden in der Frage Tierhaltung, wenn wir am Ende des Tages uns darauf verständigen können, dass wir es akzeptieren, dass Fleisch gegessen wird, dann werden wir ihre Ziele nie erreichen können. Und wir haben jetzt schon mit dem neuen Tierschutzgesetz mehr Platz, mehr Liegebereiche etc. Das heißt, eine strukturierte Entwicklung, das ist unser Ziel, dass das auch für uns planbar ist in der Produktion. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, denn wir brauchen auch die Akzeptanz der Gesellschaft. Und da möchte ich nur kurz auf die Frau Fallbacher eingehen, die vorher das gesprochen hat, mit der Schwierigkeit, einen Stall zu bauen. Ich glaube, wir als Kammer brauchen uns nichts vorwerfen. Wenn wir nicht für die Bauern stehen, wer soll es sonst machen? Aber die Thematik ist schon ganz klar, dass die Akzeptanz vor allem in besiedelten Gebieten immer geringer wird für neue Stallbauten, für neue Produktionsstätten, auch für die Landwirtschaft. Und daher müssen wir hier permanent um Akzeptanz werben. Das heißt, wir haben unsere Bevölkerung, die mit uns mitarbeiten muss, wo wir sie als Konsumenten brauchen, aber dass sie auch entsprechend die Produktion akzeptieren. Akzeptanz, dann können wir hier auch eine Zukunft gestalten. Zusammenfassen darf, Transparenz waren als Forderung. Herr Balluch, was wollen Sie noch in die Kutsche einladen sozusagen? Ja, wo waren Sie von der Landwirtschaftskammer, wie die Brüder Hubmann ihren Betrieb nicht genehmigt bekommen haben und 15 Mal Strafbescheide bekommen haben? An die Dame da drüben, der VGT ist gekommen. Der VGT hat sich für Sie eingesetzt, der VGT hat die Medien dorthin gebracht und der VGT hat hoffentlich erreicht, zusammen mit Ihnen, dass es jetzt dort eine Genehmigung geben wird. Das ist eine vorbildliche Haltung. Das sind Schweine im Zelt, am Acker. Die auf einer Wiese gehalten sind, werden, für die das nicht kennen. Die sind im Stroh und das ist eine konventionelle Haltung. Das ist nicht Bio-Nischenprodukt, besonders teuer. In die Zukunft betrachtet, ein Wunsch, was muss als nächstes ganz dringend passieren? Es muss ein Vollspaltenbodenverbot her, das Stroheinstreu vorschreibt und ein Ende dieser Spalten. Und übrigens, wenn das nicht kommt, der Verfassungsgerichtshof wird noch einmal angerufen, das kann ich gleich ankündigen. Und das Ziel ist, eine Haltung wie bei Hubmanns in Österreich zu etablieren. Ich sage, das ist möglich und ich behaupte, die Konsumentinnen gehen mit. Dort kann jeder hingehen, sich das anschauen, es gibt niemanden, der sich darüber beschweren wird. Mhm. Herr Barmena hat noch eine kurze Wortmeldung. Wir sind schon relativ am Ende, bitte um ganz kurz. Danke. Also nur das Thema Planungssicherheit. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt und ich verstehe euch total. Also ich glaube, es ist wirklich extrem wichtig, dass man die Landwirte jetzt nicht dazu verdammt, immer zuzuschauen, wie sich die Rahmenbedingungen ändern und sie dann darauf reagieren müssen. Ich glaube, worauf ihr euch einstellen müsst, ist, dass die Gesellschaft in eine andere Richtung geht, als das vielleicht manche glauben. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das ist Demokratie. Und Demokratie bedeutet auf der einen Seite, dass wir gemeinsam die Spielregeln festmachen, aber der Bauernstand, und das bedauere ich persönlich sehr, wird immer kleiner. Und das ist ein Trend, den wir nicht mehr aufhalten können. Da können wir auch mal eigens darüber diskutieren, wie es dazu gekommen ist, aber es ist eine Realität. Das bedeutet, einen Abwehrkampf gegen die gesellschaftlichen Veränderungen zu führen, hat überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist wirklich mit maximaler Transparenz und offener Kommunikation dafür werben, dass Menschen verstehen, was für Leistungen Landwirte alle erbringen und warum es so wichtig wäre, jeden einzelnen Hof in Österreich abzusichern und zu retten. Weil da geht es um viel, viel mehr als nur unter Anführungszeichen Tierwohl, weswegen wir heute hier sind. Geht es auch um Klima, Landwirtschaft und so weiter. Also das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Und ich denke mir, weil es ja auch die Frage ist, wie kann es weitergehen? Ich glaube, wenn wir uns darauf einigen könnten, dass wir bis 2035 oder 2034, das sind 10 Jahre, das ist lang, aber es ist schaffbar, bis zum Jahr 2034 die verpflichtende Herkunftskennzeichnung einführen, die öffentliche Beschaffung umstellen, den Handel dazu zwingen, weil freiwillig wir das niemals machen, auch die Produkte reinzulegen, die von österreichischen Bäuerinnen und Bauern sind, dann können wir jeden einzelnen Stallumbau finanzieren. Und das ist auch der Anspruch, den wir haben, dass wir dazu beitragen, dass die Landwirte die Sicherheit haben, dass jeder Euro, der jetzt von euch investiert wird, auch abgegolten wird. Ein kurzes Schlusswort, die Dame beim Ausgang noch. In aller Kürze bitte. Mein Name ist Eva Klingler, Tierärztin. Ich habe jetzt dauernd gewartet, dass irgendwann einmal
was kommt zu den Zahlen vom Herrn Balluch. Sie haben ganz am Anfang sich auf eine Studie bezogen mit 92% Verletzungen, Gelenksverletzungen oder Entzündungen, Sie haben es nicht näher definiert. Ich betreue schweinehaltende Betriebe, ich war auch am Schlachthof tätig. Ich glaube, ich habe mehr als 3000, das ist eine Unterstellung, ja. Was meinen Sie, das muss man kurz auflösen, was wollen Sie? Na, wer bezahlt die Frau? Das heißt, die lässt sich kaufen. Wer zahlt, schafft an, oder? Also wenn man jetzt sich selbst. Das studiert oder eine Expertin ist und sich damit beschäftigt, dann ist man automatisch offensichtlich bei Ihnen bezahlt. Die Wettuni München hat diese Studie gemacht. Wollen Sie die in Frage stellen? Ja, ich hätte gern diese Studie. Ja, das kann ich Ihnen sofort in die Hand drücken. Ja, aber ich wollte nur sagen, ich habe mehr als 3000 Schweine gesehen. Und wenn wir uns die Schlachtuntersuchungsdaten anschauen, die ja veröffentlicht auch in Zukunft werden, dann kann man das in keinster Weise nachvollziehen und ich kann das als Tierärztin so einfach nicht stehen lassen. Vielen Dank, danke. Ja, damit sind wir auch schon mit unserer Zeit am Ende. Das war ein Ort am Wort auf Radio Niederösterreich im April. Es bleibt vielleicht über allen ganz bewusst die Frage, welches Fleisch will ich essen, will ich Fleisch essen, bis es allenfalls neue Regelungen gibt. Danke für die spannende Diskussion hier im Gasthaus Riedl-Schöner in Mank im Ostviertel. Einmal mehr waren alle auch sehr gegensätzlichen Meinungen an einem Tisch. Danke für die engagierte Diskussion. Danke, dass wir hier zu Gast sein durften. Danke an das Team des ORF Niederösterreich. Die Diskussion in voller Länge nachsehen können Sie auch auf noe.orf.at. Über das nächste Thema informieren wir Sie rechtzeitig auf Radio Niederösterreich. Bis dahin bleiben wir im Gespräch. Danke und auf Wiederhören.